Ich habe 8 Aktien verkauft. Was ich konkret vorhabe und warum ich trotzdem glaube, dass 2023 kein schlechtes Börsenjahr wird, das erfährst du in diesem Video. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und wir müssen natürlich schauen auf die Watschen der Notenbanken, wie schlimm es jetzt wirklich um die Märkte steht. Und ja, ich habe tatsächlich 8 Aktien aus meinem Depot geworfen. Welche das sind, warum, was ich jetzt vorhabe und was vor allem mein Masterplan und 5 konkrete Szenarien für 2023 sind, das erfährst du sofort in diesem Video. Dann haben wir noch einen wichtigen Mindblow, denn ich habe das Gefühl, manche verrennen sich gerade so ein bisschen und dann haben wir noch die besten Aktien für die Rezession. Und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger der Woche und der ist ausnahmsweise mal positiv. Es geht doch noch was voran in Deutschland und zwar ist dieses berühmte LNG-Terminal vor Wilhelmshaven fertig geworden. Erstmal Kompliment an die Leute vor Ort, da wurde richtig Gas gegeben, da wurde richtig hart gearbeitet. Aber kleines Problem und blöd nur, dass die Gasversorgung, die jetzt da per Schiff ankommt, gerade mal für einen halben Tag Gasversorgung in Deutschland reicht. Und deswegen sind wir gerade mit das dreckigste Land Europas. Schau mal hier auf die Electricity Map und da seht ihr, da ist es ziemlich dunkelbraun. Es wird momentan nämlich sehr, sehr viel Kohle verbraucht. 42% kamen aus Kohle und da stellt sich die Frage, ob sich unsere Klimaregierung nicht langsam in Kohleregierung umbenennen sollte. Bleibt zu hoffen, dass jetzt richtig Gas gegeben wird wie in Wilhelmshaven und dass wir vorwärts kommen. Man darf ja noch träumen in der Vorweihnachtszeit. Und jetzt kommen wir hoffentlich zum positiven Aufreger der Woche. Und zwar die Frage, Leute, wollt ihr vor Weihnachten, vor Heiligabend nochmal Beck mit Beck? Wollt ihr Andreas Beck nochmal auf meinem Kanal sehen? Ja, dann lasst mal ordentlich jetzt hier den Like-Button knallen. Sinan, ich würde sagen 5000, wenn wir es schaffen. Ich weiß, Andreas ist gerade auf seiner Berghütte. Also wenn wir 5000 Likes schaffen bis Montag, dann verspreche ich, dann werde ich das klar machen und dann fahren wir hier zu zweit zu Andreas. Und jetzt noch ein positiver Aufreger, Leute, und zwar gibt es jetzt endlich Weihnachtsgeschenke für euch, und zwar die signierten Beck-Bücher. Wir haben das Gewinnspiel ausgelost und hier sind die 10 Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an euch, an Händer, Lutze, X-Flame und Co. Wichtig, ihr müsst uns natürlich eine E-Mail schreiben, also bitte meldet euch einfach an mario@locker-room.de und wenn wir eure Adressen haben, dann schicken wir euch die Bücher, die Bücher natürlich sofort zu. Und jetzt kommen wir auch schon zum Marktbriefing und damit natürlich zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und heute beginnen wir bei unserem Mr. Short, Mr. Long, Bulle und Bär spielen mal mit Mr. Short. Denn die Bären haben zuletzt ja schon deutlich das Ruder übernommen. Und unser Mr. Short hier, der sieht richtig schwarz, denn er nimmt Jerome Powell nach der Woche der Wahrheit beim Wort und nimmt ihn richtig ernst und fürchtet, ja, dass die Zinserhöhungen wirklich erst gestoppt werden, wenn genug Amerikaner ihren Job verloren haben, wenn es richtig, richtig in die Grütze geht, in die Rezession tief rein. Ja, und wenn der Letzte aufgehört hat, irgendwelche teuren Bilder von Affen zu kaufen. Und das hat sich auch schon gezeigt diese Woche. Die Börse hat sehr enttäuscht reagiert auf die Statements von Fed und EZB. Am Donnerstag waren vom S&P 500 nur 17 Aktien gerade noch im Plus und da sie an, sagt unser Mr. Short, also auf einmal, was für ein Wunder, sind schlechte Nachrichten auf einmal schlechte Nachrichten. Aber was ist da jetzt eigentlich los? Die Bären schauen natürlich auf die berühmten Dot-Plots und das können wir hier nochmal einblenden. Da war es ja beim letzten Mal, waren es die berühmten 4,6% für die Terminal Rate. Die Börse hatte dann 4,9 erwartet und jetzt sind es 5,1 geworden. Und jetzt sind natürlich alle Bären aus dem Häuschen und sagen, ja, das wird eine richtige Zinspeitsche. Schminkt euch die Rallye für kommendes Jahr mal dick ab. Und es war ja nicht nur die Fed, am Donnerstag kam ja auch noch die EZB und verbal zumindest hat Frau Lagarde noch viel heftiger hingelangt als Jerome Powell. Sie hat gesagt, ja, Pivot, also wer auf ein Pivot hofft, das kann man sich noch mehr abschminken. Sie werden das ganz klar durchziehen und ja, dieses Meme hier bringt es ganz gut auf den Punkt. Also ich werde weiter die Zinsen erhöhen, ja, bis ihr kein Gas mehr verbraucht, das wir nicht haben. Die Zinserhöhung war jetzt aber keine große Überraschung natürlich und auch das Verbale, das kann man natürlich immer mehr oder weniger ernst nehmen. Aber worauf die Bären vor allem schauen ist, das kann man einblenden hier, ja, die Inflationserwartung der EZB und die wurde nach oben korrigiert. Hier seht ihr einen markiert rot umrandet, die 4,2%. Und jetzt weiß unser Mr. Short natürlich auch, naja, wir können hier nochmal auf diesen Chart schauen. Dann hatten wir am Mittwoch schon nach dem Live-Update der Fed. Ja, in der Vergangenheit war es oft so, dass eben die Zinsen über die Inflation steigen müssen und wenn die
EZB jetzt mit 4,2% rechnet, ja, dann wären da ja vielleicht 4,5 oder sogar noch mehr drin und dann wird es natürlich richtig dahingehen. Aber das war es ja immer noch nicht. Es gibt ja auch noch das berühmte QT, Quantitative Tightening. Also auf gut Deutsch, die EZB will dem Markt ordentlich Liquidität entziehen. Und da gab es auch eine negative Überraschung. Da will man nämlich jetzt auch mehr Gas geben, sozusagen rückwärts. Und unser Mr. Short sagt natürlich, ja, ihr müsst nur auf Costolani hören, was der früher schon immer gesagt hat. Liquidität, und da sieht es momentan ganz düster aus. Und das untermauert auch gleich der nächste Chart, blenden wir das gleich mal ein. Noch nie seit 1998 so viele globale Zentralbank-Zinssteigerungen und so wenige Senkungen. Also es ist nicht nur die EZB, es ist auch nicht nur die Fed, sondern es ist global ein Problem. Und das ist natürlich ein schlechtes Vorzeichen für die Aktienmärkte. Und Pivot, ja, da sagt Mr. Short, könnt ihr euch auch abschminken. Blenden wir mal hier die nächste Grafik ein. Wir sind ja noch sehr, sehr weit nach den Worten von Jerome Powell entfernt, überhaupt mal das Zinshoch zu erreichen. Und wenn man in die Historie schaut, ja, dann hat es danach sehr, sehr lange gedauert. Dauert, bis dann mal die Zinsen gesenkt wurden, im Durchschnitt 11 Monate. Und dass die Börse den Rückwärtsgang jetzt wieder einlegt, das war für Mr. Short natürlich klar, denn er hat hier diesen Chart schon länger auf dem Radar. Verkaufssignal vom Morgan Stanley Global Risk Index, und zwar so wie im August. Also wen überrascht das schon, dass es jetzt runtergegangen ist, und Mr. Short sagt, schaut doch mal auf diesen Chart hier. Es ist doch ganz klar, dass es noch ordentlich nach unten geht. Typisch im Bärenmarkt müssen wir schon wieder runterfallen, muss es tiefer gehen. Ja, und wenn dann noch eine Rezession kommt, dann wird es richtig dahingehen. Und um den bearischen Teil abzuschließen, noch ein letzter Chart von Mr. Short, und der sagt, schaut euch mal die Aktienrückkäufe an, die sind so hoch, ja, wie vor der Finanzkrise 2007-2008 nicht mehr, also in Europa, in den USA, da wird doch das Ganze nur noch künstlich gestützt, damit der Laden nicht komplett absäuft. So Leute, das war jetzt relativ düster. Ich hoffe, ihr seid noch nicht vom Stuhl gekippt, aber keine Angst, jetzt wird es ein bisschen positiver. Jetzt kommt die Bullenseite und unser Sherlock hier versucht, so rational wie immer zu sein und das Ganze irgendwie einzuordnen. Und er sagt, ja, die Bären kapieren eigentlich gar nichts, denn das Schlimmste ist doch schon längst durch hier mit Costolani, Liquidität. Ja, das hätte man vor einem Jahr, hätte man das sagen müssen und sehen müssen, dass die Liquidität richtig schlecht wird. Aber da haben wir ja schon das Tief hinter uns, hatten wir neulich schon im Briefing. Also da geht es ja schon wieder eher nach oben, auch wenn die EZB jetzt vielleicht ein bisschen da auf die Bremse tritt. Und was jetzt nach dem Fed Decision Day am Mittwoch passiert ist, das ist doch auch ganz normal. Schauen wir auf diesen Chart hier. Ja, zuletzt hat sich das eigentlich schon eingebürgert, dass am Tag der Entscheidung eher gefallen ist und am Tag danach ging es eigentlich meistens dahin. Also da muss man sich jetzt auch wirklich nicht ins Höschen machen. Und es ist halt nur ein laues Lüftchen. Natürlich sind die Kurse jetzt mal ein bisschen zurückgekommen, aber der VIX ist auch gefallen. Und als das zum letzten Mal passiert ist, Börse S&P runter und VIX um mehr als 5% gefallen, wann war das? Im September 2020. Und danach kam dann der große Crash. Nein. Und die Bullen kapieren auch überhaupt nicht, warum die Aufregung jetzt so groß ist. Also erstens, Inflation besser ausgefallen als erwartet. Natürlich muss Jerome Powell verbal auf die Bremse treten und dann wurde die Terminal Rate auf 5,1% angehoben. Schaut doch mal auf diesen Chart hier. Der Markt erwartet doch eh schon fast das. Es lag minimal drüber und deswegen soll es jetzt den großen Crash geben. Und wir können hier noch auf diesen Tweet schauen von Robin Brooks. Auch vielleicht ein ganz guter Tweet, exemplarisch für die Bullenperspektive, dass die Dots, die ja auch erstmal so negativ dargestellt wurden, eher sogar dovischer waren, wenn wir jetzt mal weiterschauen auf 2024 und 2025 und vor allem, dass das Enttäuschungspotenzial, so kann man es auch sehen als Bulle, ja, gar nicht mehr so groß ist. Und als Bulle muss man sich natürlich auf die positiven Dinge konzentrieren und das ist momentan die Inflation. Am Dienstag hatten wir eine positive Überraschung und es zeigt eigentlich alles nach unten. Jerome Powell hat es ja selber gesagt, Immobilien wird noch ein bisschen dauern, vielleicht sogar ein paar Monate, bis das sozusagen runterkommt. Er macht sich natürlich um Löhne und Co., um den starken Arbeitsmarkt macht er sich noch Sorgen, aber bei den Gütern hat er auch gesagt, ja, da geht es steil nach unten und das spiegelt der Markt auch. Schau mal auf diesen Chart hier, ihr seht es jetzt hier in dunkelblau, das sind die Inflationserwartungen, ja, und da seht ihr, das passt schon kaum ins Bild, also das stürzt immer weiter nach unten. Also alle rechnen mit fallender Inflation und es gibt auch gute Gründe dafür. Ich will es heute jetzt nicht wieder mit zig Charts untermalen, haben wir schon oft genug gehabt. Hier schauen wir hier drauf, da sehen wir jetzt eine rote Linie, die nach oben, diese Sticky Inflation noch leider geht, aber ihr seht es bei der flexiblen, die blaue, die stürzt immer weiter nach unten. Und jetzt schließen wir den Bullenteil heute ab. Der ist ein bisschen kürzer als der Bärenteil. Also ihr merkt schon, es war keine so gute Woche, wenn man sich natürlich alles zerredet, wenn man es komplett kritisch sieht. Aber unser Mr. Long bringt sie auf den Punkt.
Eigentlich hat sich nicht so viel geändert. Natürlich gab es ein paar kleine negative Überraschungen, aber wenn man es jetzt mal ganz entspannt sieht und sich fragt, okay, was haben wir vorher erwartet, was ist jetzt gekommen, dann ist es eigentlich gar nicht mal so schlimm. Und er schaut auf diesen Chart her, ja, die Erwartungen momentan sind eine Katastrophe und ihr seht in der Vergangenheit, wenn die Erwartungen so weit unten waren wie jetzt gerade, also jetzt sind sie noch weiter unten, ja, dann ging es danach oft, sehr oft nach oben. Und jetzt kommen wir zur Geldidee-Spezial für diese Woche. Und da winkt eine attraktive Belohnung für euch von bis zu 500 Euro. Denn wer mit dem Investieren anfangen oder sein Investment aufstocken möchte, wird beim RoboAdvisor von Gerd Kommer Capital jetzt zusätzlich belohnt. Denn wer bis zum 31. Dezember 2022 ein Depot bei Gerd Kommer Capital eröffnet oder sein bestehendes Depot aufstockt, kann sich nämlich eine Prämie sichern. 50 Euro gibt es bereits ab einer Einzahlung von 10.000 Euro, 100 Euro ab 25.000 Euro, 300 Euro ab 100.000 Euro und ganze 500 Euro ab einer Einzahlung von 250.000 Euro. Aber wie investiert dieser RoboAdvisor eigentlich? Natürlich streng wissenschaftlich nach dem Konzept von ETF-Papst Gerd Kommer. Das Konzept seines Weltportfolios lässt sich jetzt kinderleicht umsetzen mit seiner digitalen Vermögensverwaltung. Dabei hast du drei große Vorteile. Erstens, das Konzept leitet sich aus der Wissenschaft ab, du investierst passiv, aber gewichtest trotzdem Faktorprämien über. Zweitens, das Konzept ist zudem völlig prognosefrei. Und drittens, das Konzept ist zu 100% transparent. Es steht alles in den Büchern von Gerd Kommer sowie im Whitepaper von Gerd Kommer Capital. Link zur Homepage findet ihr unten in der Beschreibung. Und Kunde werden ist kinderleicht. Einfach Fragebogen ausfüllen, Risikokategorie auswählen und zurücklehnen. Gerd Kommer Capital stellt ein Portfolio für dich zusammen und optimiert es laufend. Und besonders interessant, der RoboAdvisor hat den Mindestanlagebetrag von 10.000 Euro auf 5.000 Euro gesenkt, um Geldanlage nach dem Kommer-Konzept noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Und jetzt kommen wir zum Mindblow für diese Woche und der könnte jetzt eigentlich ganz gut an den Bullenteil vorher anschließen und an das Fazit von Mr. Long. Und zwar geht es um die Dotplots. Das haben wir jetzt rauf und runter diskutiert und natürlich rätseln alle, ja, wo könnte es jetzt sein und wie streng werden die Zinsen erhöht und werden sie überhaupt wieder gesenkt in den nächsten 2-3 Jahren. Und jetzt ist der Mindblow, diese Dotplots, ja, wie zuverlässig sind die eigentlich und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und ich kann das Fazit schon vorwegnehmen, Leute, die Dotplots sind als Prognosewerkzeug, ja, eine Katastrophe. Ihr könnt einfach mal googeln, da findet man viele Artikel dazu. Wir müssen aber einfach nur hier auf den Dotplot aus dem Juni 2021 schauen. Schau mal drauf. Und was hatten da die Experten oder besser gesagt die Notenbanker, das Komitee erwartet für 2022? Ja, da war der Zins so bei knapp über 0, 0,5 noch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall weit, weit unter 1%. Ja, und jetzt marschieren wir gerade stramm auf die 5 zu. Und ihr wollt noch einen? Ja, ihr kriegt noch einen. Blenden wir das noch ein, das ist auch sehr witzig. Also jetzt steigen die Zinsen wahrscheinlich bald in ein Territorium. Ihr seht es hier eingeblendet. Ja, das hat vor kurzem noch nicht mal auf die Y-Achse vor wenigen Monaten gepasst. Da endete sie nämlich bei 4,0%. Und jetzt noch anschließend ein kleiner Mindblow zur Rezession, denn das kam heute vielleicht ein bisschen zu kurz. Wir haben es, glaube ich, in den letzten Videos ja, sehr oft durchgekaut. Natürlich ist eine Rezession durchaus wahrscheinlich, gleich noch mehr in den Szenarien. Aber es ist natürlich die Frage, wie schlimm wird es dann wirklich? Und da schauen wir jetzt mal drauf auf diesen Chart. Ich packe euch auch den Link dazu unten in die Beschreibung. Und da sieht man schon ganz gut, dass oft die Gewinne deutlich vor der Rezession schon gefallen sind. Also das ist natürlich auch die Frage, wie schlimm wird es dann wirklich? Und ist dann alles schon eingepreist? Wird es dann die ganz böse Überraschung geben? Oder haben wir vielleicht in diesem Jahr auch schon einiges erlebt, ja, was dann vorweggenommen wurde? Und BIP und Aktienmarkt immer über einen Kamm zu scheren, das kann auch ja, sehr, sehr gefährlich sein. Vor kurzem hatten wir den Chart, wo ich euch gezeigt habe, der auch in meinem zweiten Buch steht, weil mich der damals so beeindruckt hat. Ja, dass wenn man das lang übereinander legt, ja, BIP und also Bruttoinlandsprodukt und Aktienmarkt korreliert ja nicht so wirklich. Und hier diesen Chart können wir auch nochmal einblenden. Ja, da seht ihr die blaue Linie, das ist hier der BIP-Rückgang und die orangefarbene der Aktienmarkt. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, da war der Rückgang am Aktienmarkt immer schlimmer als der BIP-Rückgang, aber man kann schon sagen, ja, es hängt nicht wirklich miteinander zusammen. Es ist sehr unterschiedlich und zuletzt, ja, 2020 zum Beispiel, ist das BIP auch viel stärker gefallen als der Aktienmarkt.
Und jetzt kommen wir auch schon zum Dossier und damit zu meinen 5 Szenarien für 2023. Beginnen wir gleich mal mit dem ersten und das, glaube ich, können wir relativ kurz halten. Das habe ich jetzt einmal mal genannt, der Weltuntergang. Was würde passieren? Was wäre das Drehbuch? Ja, natürlich eine heftige Rezession, Schocks im System. Also das, was natürlich die Pessimisten befürchten, was richtig schlimm werden könnte. Gerade wenn die EZB, worüber wir vorher gesprochen haben, die Zinsen vielleicht wirklich sehr stark anheben müsste, Richtung 4% oder sogar noch höher, dass es dann ja wirklich eng wird, dass vielleicht im System wirklich was bricht. Und ja, was kann man dann machen? Also die Lösung wäre natürlich im Zweifel dann Gold, also wenn es die Vollkatastrophe wäre, shorten und sehr, sehr viel Cash. Aber die Wahrscheinlichkeit würde ich jetzt mal auf maximal 10% taxieren. Man muss dem Ganzen eine gewisse Wahrscheinlichkeit geben, denn 10% heißt, es würde alle 10 Jahre passieren. Also das muss man natürlich schon grundsätzlich auch auf dem Radar haben. Zweites Szenario, die Korrektur. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen das Basisszenario. Momentan hat man zumindest das Gefühl an der Wall Street. Also es wird eine ordentliche Rezession geben. Die Unternehmensgewinne, ja, brechen zusammen, beziehungsweise wir sind momentan einfach überbewertet, weil dann einfach viel nach unten korrigiert werden muss und dann marschiert der S&P halt Richtung mindestens 3,5, vielleicht eher 3.000, also wir werden massiv überbewertet, weil eben die Inflation zum Beispiel vielleicht nicht so schnell fällt und die Fed weiterhin mit dem Zinshammer oben draufhauen muss und das wäre natürlich nicht so gut für die Aktienmärkte oder die Inflation fällt dann auf einmal doch sehr, sehr schnell und wir merken, dass die Fed ja überzogen hat und die Zinsen einfach viel zu hoch sind. Also ich würde schon mal sagen, Wahrscheinlichkeit 25-30%. Das klingt jetzt erstmal viel, aber das muss man dem Ganzen halt geben. Also wenn man dem jetzt weniger gibt, das fände ich sehr naiv. Und jetzt zu sagen, so ja, Rezession, die wird ja gar nicht schlimm, die fällt sowieso aus. Also das kann man nicht machen. Was wäre die Lösung? Natürlich Cash für Nachkäufe. Shorten kann man natürlich auch in den Instrumentenkasten nehmen. Stockpicking, also ist natürlich die Frage, ob dann die Wachstumsaktien so ganz gut laufen würden, weiß ich nicht. Und natürlich Gold, Bonds wäre natürlich auch eine Idee, ja, wenn vor allem die Inflation doch schnell fallen sollte. Drittes Szenario und das wäre wahrscheinlich das schönste, der Boom. Also Drehbuch wäre klar, es gibt viele positive Überraschungen. Russland lenkt ein, China kommt wieder richtig in Fahrt. Wir müssen nicht jede Woche darüber berichten, ja, was es da alles für neue Probleme gibt. Das softest Landing ever, also die Fed schafft es wirklich, ja, dass die Wirtschaft nicht mal in die Rezession rutscht und hat auch keinen Politikfehler gemacht. Also man kriegt das alles auf die Reihe, kann am 1. Februar dann schon sagen, wir müssen die Zinsen nicht erhöhen. Die Inflation ist jetzt schon so runtergekommen, ja. Ob es so gut läuft, ich glaube jetzt eher nicht. Man muss dem Ganzen auch eine Wahrscheinlichkeit von 5-10% geben, weil ausschließen kann man es nicht. Also ist jetzt auch nicht eher wirklich mein Szenario. Klar, was ist die Lösung? Man muss natürlich jetzt schon am besten voll investiert sein, wenn das so kommen sollte. Dann wären Wachstumsaktien sicherlich auch wieder spannend, vielleicht auch der Bitcoin und Anleihen sicherlich auch, wenn vor allem jetzt die Inflation eher wirklich sehr, sehr schnell kollabieren sollte. Viertes Szenario, das habe ich jetzt Goldilocks, also Goldlöckchen-Szenario genannt. Das ist jetzt nicht so wie der Boom, dass alles perfekt läuft, aber es läuft überraschend gut. Ich habe das neulich auch auf Twitter aufgeschrieben. Ja, wer mir da noch nicht folgen sollte, also unbedingt eine Empfehlung, findet ihr auch den Link dazu unten in der Beschreibung. Natürlich auch auf Instagram, da kriegt ihr alles natürlich immer noch schneller und hautnah. Und ja, das wäre jetzt so, es läuft halt alles so ein bisschen besser als erwartet. Also die Inflation sinkt, sag ich mal, wie geplant. Die kollabiert jetzt nicht gleich, aber es ist alles so langsam wie zuletzt eben auch immer so bisschen 0,1-0,2% ein bisschen besser. Also es geht langsam, aber es geht voran. Die Fed handelt wie geplant, also wird weiter noch die Zinsen erhöhen, aber dann halt nur um 25 Basispunkte. Also es läuft alles so ohne große böse Überraschungen ab, aber es ist jetzt auch kein Grund, dass Aktien jetzt unbedingt durch die Decke gehen, weil es wird dann halt vielleicht so eine leichte Rezession. Also es ist alles so, ja, in der Schwebe kann man mal sagen. Es darf nicht viel Negatives passieren, aber es ist alles so einigermaßen in Ordnung. Lösung natürlich auch investiert sein, aber es wird dann auch in so einem Goldilocks sicherlich Rückschläge geben. Wahrscheinlichkeit würde ich jetzt mal sagen so 20%. Und das fünfte Szenario, das ist jetzt mein wahrscheinlichstes, das ist die Achterbahn. Also ich glaube schon, dass es eine gute Chance gibt, dass wir einfach so weitermachen wie bisher, dass alle natürlich immer drauf schauen. Inflation, klar, dann wieder die Fed, die Notenbank. Also es wird jedes Wort umgedreht. Wir haben ständig natürlich Bärenmarkt-Rallies. Also ich glaube nicht, dass der Bärenmarkt schon vorbei ist. Ich glaube jetzt nicht, dass es den ganz großen Crash gibt, aber dass wir Auf und Abs erleben, ja, das glaube ich schon. Wir haben es jetzt die letzten Tage wieder gesehen und warum sollte es jetzt nicht so weitergehen? Wie gesagt, außer wir erleben dann sehr, sehr viele positive Überraschungen. Aber ich glaube, es wird einfach sehr viele Rückschläge geben. Es wird auch mal nach oben gehen, aber
es wird auch in der Achterbahn rauf und runter gehen. Also eigentlich ähnlich wie dieses Jahr. Ja, was ist die Lösung? Trotzdem muss man investiert sein. Wie gesagt, man muss in Szenarien denken. Also ich würde nicht auf ein Szenario so stabil wetten, aber natürlich zwischendrin nachkaufen, auch mal shorten. Das wird sicherlich auch für 2023 ein Instrument sein, das man gut brauchen kann. Die Wahrscheinlichkeit habe ich natürlich noch vergessen, die beträgt 35%. Das ist der Wert, der sozusagen noch offen ist. Und jetzt ist die Frage, was machen wir konkret draus? Wie kann man 2023 den Markt schlagen? Und ich wette nicht auf ein Szenario. Natürlich, wenn man es trifft, ist das natürlich am einfachsten, den Markt zu schlagen. Aber ich halte für Szenario 5 und 2 für am wahrscheinlichsten. Deswegen meine erste Lösung, ich bin investiert. Also ich werde jetzt nicht alle Aktien verkaufen. Aber ich habe mein Depot massiv aufgeräumt, habe insgesamt 8 Aktien verkauft. Und ja, wir blenden es jetzt einfach mal ein. Und zwar habe ich alles oder fast alles, was jetzt mit Wachstum und Co. und nicht profitabel, habe ich rausgeschmissen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Schrödinger, die habe ich jetzt noch drin, weil ich die erst vor kurzem gekauft habe. Aber Palantir, ja, ich habe Palantir verkauft für ja, ziemlich genau 7 Euro. Und was ist die Idee dahinter? Ich werde es ganz genau erklären am Montag im Lockerroom-Talk, warum ich zum Beispiel jetzt bei Palantir sage, ich verkaufe jetzt. Jetzt werden einige sagen, oh, das fand er doch immer toll und das Geschäftsmodell und Co., das erkläre ich genauer. Ich finde das Geschäftsmodell immer noch gut, aber ich glaube einfach, dass diese Aktien für 2023 komplett verkehrt sind. Ich will da einfach auf Qualität setzen. Also investiert sein, auf Qualität setzen, Wachstumsaktien. Also aus meiner Sicht 2023 ja, eine Katastrophe. Und dann, wie gesagt, Gold habe ich sowieso im Depot, da überlege ich das noch auszubauen. Es werden natürlich auch neue Aktien ins Depot kommen. Qualität, da habe ich einiges auf der Watchlist. Da kommt dann natürlich auch noch ein Video dazu. Aktien wie zum Beispiel Skyworks Solutions, ASML und Co. überlege ich gerade. Aber wie gesagt, da ist noch keine finale Entscheidung gefallen. Und jetzt durch den Verkauf der Wachstumsaktien habe ich natürlich Cash. Das will ich dann einsetzen nächstes Jahr. Ich rechne auch mit durchaus ja, ordentlich einen Rücksetzer, dass man da natürlich nachkauft und ich denke, wie gesagt, dass wir noch im Bärenmarkt sind, dass es Rallyes geben wird, die man dann verkaufen kann oder auch gezielt mit Shorts arbeiten kann und wie gesagt, ordentliche Rücksetzer. Also ich glaube, da kommen noch schöne Kaufkurse. Also das ist jetzt die Strategie. Anleihen sowieso. Also ich will dann auch, habe ich ja schon einen großen Teil des Cash-Anteils, habe ich schon in Anleihen, da überlege ich sogar nochmal aufzustocken, bin jetzt schon 5% im Plus. Also das ist die grobe Strategie und so, glaube ich, ja, kann man den Markt schlagen. Man wird sich durchlavieren müssen. Also die eine Strategie ist zu sagen, ich mache einfach das und stelle mich dann tot. Also das wird wahrscheinlich eher schwierig. Und wie gesagt, das klingt jetzt erstmal heftig. 8 Aktien und dann ja Aktien, die ich durchaus sehr interessant finde, immer noch wie Palantir sind jetzt rausgeflogen. Also da gibt es einige Gründe dafür und wie gesagt, ausführlich am Montag besprechen wir das oder erkläre ich euch das im Lockerroom-Talk schon mal unbedingt vormerken. Jetzt kommen wir noch schnell zu ein paar Geldideen und da kam zuletzt öfter mal die Frage nach dieser Faulbär-Strategie. Also ganz einfach erklärt, ich setze auf den schlechtesten Markt des Vorjahres. Da wäre jetzt meine Frage an euch, interessiert euch das? Dann können wir das demnächst auch mal machen. Ist eigentlich relativ simpel, die Strategie. Man muss da natürlich schauen, okay, schaue ich mir jetzt die Indizes von den Ländern, also man setzt quasi auf das schlechteste Land. Man muss da natürlich auch gewisse Einschränkungen machen. Natürlich ist die Frage, ob Euro oder Dollar. Also wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und hier haben wir jetzt noch die besten Aktien ja, für die Rezession. Das ist jetzt hier eine Liste, können wir mal drauf schauen. Und da steht zum Beispiel Skyworks Solutions drauf. Deswegen finde ich die sehr interessant. Die fand ich schon immer interessant. Das ist eine Aktie, die ich schon lange auf der Watchlist habe. Ist ordentlich zurückgekommen. Also sieht gerade auch nicht so gut aus der Kurs. Aber ich glaube, das sind so Aktien. Ja. Da könnte auf jeden Fall was gehen. Und ihr seht hier in den letzten Rezessionen, ja, haben die richtig gut abgeschnitten. Also genau das ist quasi so ein Paradebeispiel Aktien, die ich für 2023 jetzt auf der Liste habe. Und wie gesagt, da kommt natürlich auch bald ein Video dann dazu, welche Aktien ich kaufe für 2023. Und noch ganz kurz zu einer alten Geldidee, da kamen auch einige Kommentare, und zwar die Biko Group, die hat es damals nach dem Video erst, ich glaube Juli, August war es, ordentlich zerlegt zuletzt, ja, die Aktie kam nur eine Richtung nach oben, aber da jetzt bitte auch nicht gierig werden, also ich muss es mir auch nochmal genauer anschauen, ich bin da jetzt nicht so tief drin gewesen die letzten 2-3 Tage, also muss man sich nochmal anschauen, aber bitte da jetzt nicht wieder den Fehler machen nach dem Motto, ah, die habe ich jetzt im August nicht gekauft und jetzt noch schnell drauf, die steigt jetzt vielleicht nochmal schnell um 200-300%, also da immer bitte etwas cool bleiben.
Und jetzt noch abschließend eine Inspiration, und die wird es hoffentlich für euch geben am 3. Januar. Da gibt es nämlich ein sehr, sehr spannendes Gespräch zwischen Lars Feld und Hendrik Leber, und das werde ich moderieren. Wir wollen quasi aufs Jahr 2023 blicken, was vor allem natürlich wirtschaftlich wichtig wird und was natürlich an den Aktienmärkten wichtig ist. Und es wird sozusagen gestaltet wie ein Live-Webinar. Ihr könnt euch dafür anmelden, ist natürlich völlig kostenlos, aber ihr könnt euch jetzt schon anmelden. Link dazu findet ihr auch unten in der Beschreibung. So Leute, dann sind wir am Ende angekommen. Dies ist Videos. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ja, und ob ihr Andreas sehen wollt, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr Andreas sehen wollt, dann gerne Daumen hoch. Und wie gesagt, ich bin gespannt auf euer Feedback und bin jetzt raus. Ich wünsche euch ein schönes, ja hier, ein geschneites Wochenende.